Hallöchen, liebe Freunde, Servus und guten Morgen. Ja, mein Name ist Uwe und das hier ist Folge 372 von Euro Truck Simulator und wir stehen hier mit unserem niegelnagelneuen Scania S730, den wir uns vorletzte Folge gekauft haben. In der letzten Folge sind wir mit diesem LKW eine Tour gefahren und wie ihr seht, stehen wir jetzt gerade nicht mehr in Frankreich irgendwo auf dem Bauernhof, wo wir das letzte Mal abgeladen haben, sondern wir stehen hier in Stuttgart in unserer Werkstatt, beziehungsweise in unserer Garage, in unserer Zentrale, wie auch immer. Ist doch auch scheißegal, wie wir dazu sagen. Auf jeden Fall stehen wir im Moment hier, weil ich es sind einige Kommentare reingetrudelt von wegen, der Mod ist unterirdisch, der Mod ist scheiße und hin und her und bla bla und hast du ja nicht gesehen. Und ich soll doch bitte nur diese eine Tour mit dem Scania machen. Jetzt ist es im Moment so, ich bin auch hier nach Stuttgart geflogen, weil ich mal wieder irgendwas mit dem Mods gemacht habe. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Es hat vor ein paar Tagen von selber geupdatet auf die 1.30 und dann hat das Spiel natürlich nicht mehr geladen, weil ne, Mods haben nicht mehr funktioniert und so weiter und so fort. Und da hast du dich gesehen. Und da musste ich alles nochmal wieder downgraden auf 1.28. Ich weiß gar nicht, warum er geupdatet hatte, wobei ich eh auf 1.28 gestellt hatte. Keine Ahnung. Das ist mal wieder Steam, das ist mal wieder SES-Software, aber ist nicht so wild. Mein Spielprofil funktioniert Gott sei Dank noch. Solange ja nichts Schlimmeres passiert, ist alles gut. Und jetzt stehen wir jetzt hier in Stuttgart und ich habe mir gedacht, ey, wenn wir jetzt eh wieder nicht in Frankreich sind und schon wieder in Stuttgart stehen, dann gehe ich eurem Wunsch doch nach und ich würde sagen, wir kaufen uns in dieser Folge wieder einen anderen LKW. Also ihr mögt den S730 ja nicht so sehr, einige haben auch gesagt, er sieht cool aus und so weiter und so fort, aber was mich an dem LKW ja auch am meisten stört, ist, dass das Dashboard tatsächlich nicht funktioniert, beziehungsweise der Bordcomputer. Ich kann es euch ja nochmal zeigen. Machen wir hier die Zündung an, können auch den Motor anmachen, aber hier im Bordcomputer tut sich leider nichts. Für mich persönlich wäre das jetzt nicht so schlimm gewesen. Ich glaube, ich wäre jetzt noch eine Tour oder so mit dem LKW gefahren. Aber da ich mir gedacht habe, hey, ich könnte ja eh langsam mal so ein bisschen anfangen, die Mods ein bisschen raufzuräumen und gerade so LKWs und so, die vielleicht nicht ganz so gut funktionieren, die könnte man ja ausräumen, habe ich mir gedacht, wir werden diesen LKW jetzt wieder verkaufen und uns einen neuen LKW kaufen. Verkaufen werde ich nur aus dem Grund, weil ich ihn ja dann nach dieser Aufnahme praktisch aus dem Mod-Ordner schmeiße. Das heißt, den haben wir dann nicht mehr im Spiel. Das ist aber nicht so wild. Irgendwann mal werde ich auch wieder auf die 1.30 updaten. Mir haben so viele geschrieben, ey, update doch einfach auf die 1.30. Es ist doch jetzt Bella Italia DLC draußen und der Scania gibt es jetzt original im Spiel und hast du nicht gesehen. Das ist ja alles schön und gut. Das Problem, was ich im Moment habe, ist einfach, dass mir meine sehr zuverlässige Quelle gesagt hat, dass die Pro-Mods auf die 1.30 immer noch nicht sauber funktioniert. Vor allem nicht mit den ganzen Erweiterungen, die ich ja im Spiel habe und auch noch weiter haben möchte. Und er hat mir gesagt, ich soll gucken, dass ich am besten ein bisschen noch auf der 1.28 bleibe, bis sich alles so ein bisschen geregelt habe. Und dem gehe ich natürlich auch nach. Er hat gemeint, das sind im Moment die besten Einstellungen, die ich praktisch für ETS 2 und der Pro-Mods praktisch haben kann. Also, werde ich im Ganzen nachgehen und werde erstmal dabei bleiben, meine lieben Freunde. So, Firmenmanager, LKW-Manager. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, ne? Von wegen, der ist zu voll zum Updaten und lala und hast du nicht gesehen. Aber die ganzen Mods runterzuladen und zu installieren und so, das ist dann schon ein bisschen Zeit, die man in Anspruch nehmen muss. Deshalb mache ich jetzt erstmal so weiter. Irgendwann mal nehme ich mir auf jeden Fall wieder die Zeit und update auch mal das Spiel wieder. Aber jetzt im Moment habe ich auch ehrlich gesagt gar keine Lust drauf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist schon ein bisschen mit Arbeit verbunden und vor allen Dingen mit Zeit. Und lieber nehme ich dann die Zeit und nehme halt ein bisschen was auf, damit ich auf lange Zeit auch ein bisschen auf was auf Reserve habe. Das ist auch der Grund, weshalb ich im Moment doch relativ viel hochladen kann, weil ich von Project Cars 10 Videos irgendwie innerhalb von 2 Tagen geschafft habe zu machen, von ETS 2 jetzt nicht mehr ganz so viel, aber ich versuche im Voraus sehr viel aufzunehmen, so dass ich auch in der Woche irgendwie 2-3 Videos raushauen kann. So, das ist jetzt aber Nebensache. Leute, wir konzentrieren uns wieder ein bisschen auf ETS 2 und ich würde mal sagen, wir gehen zu einem LKW-Händler und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, ich werde mir ein Iveco kaufen. Oh, da werden jetzt die Leute aufheulen und sagen, Iveco, bist du denn bescheuert? Du kannst dir doch kein Iveco kaufen. Ich weiß, ich bin jetzt gerade bei DAF reingegangen, ich will mal gucken, was ich hier überhaupt noch alles habe. Ich habe ja Mods installiert, aber im Moment weiß ich absolut nicht mehr, was ich so alles drin habe.
Diese Folge mache ich auch komplett jetzt ohne Timer. Ich mache jetzt einfach den LKW fertig und dann ist gut. So, wir haben hier Iveco Stralis Active Space, also den alten. Dann haben wir hier ein paar amerikanische LKWs, den T600 Kenworth und den Kenworth W900 Aerocab Sleeper. Kann man bestimmt noch umbauen. Dann haben wir sogar noch einen T800 und einen Peterbilt 579. Was haben wir sonst noch? Okay, den Peterbilt 389, Kenworth T660, den T680. Und das hier wäre so der LKW, auf den ich jetzt gerade zusteuern würde. Auf den neuen Highway. Naja, so neu ist er jetzt eigentlich auch nicht mehr. Aber ich glaube, ich werde mir den Highway kaufen. Und zwar aus einem ganz, 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 ganz einfachen Grund. In diesem Let's Play jetzt, ich meine, es sind knapp 400 Folgen. Oh, wir haben hier einen F2000 noch drin. In diesem Let's Play jetzt, ne, sind fast 400 Folgen, Leute, haben wir noch keinen einzigen Highway gehabt. Zumindest kann ich mich an keinen erinnern. Wir haben mal den AS gehabt, also den älteren Stralis, aber den Highway, den haben wir definitiv noch nicht gehabt. Wie gesagt, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Und wenn sich einer doch dran erinnern kann, dass wir ihn gehabt haben, also selber gekauft, nicht als Leihfahrzeug, dann sagt mir bitte, in welcher Folge das war und dann gucke ich selber nochmal nach und dann haben wir wenigstens sowas wie Nachweis. So, den Range T haben wir auch noch hier drin. Bin ich den eigentlich schon mal gefahren? Also in echt ja, aber haben wir den auch schon mal so gekauft? Ich glaube nicht, ne? So, den Scania 112 HW, den haben wir noch hier. Den RJL haben wir noch hier. Den 9, den mache ich jetzt ja raus. So, was haben wir eigentlich bei Volvo? Ich glaube, ich habe noch einen VNL drin, wenn ich mich nicht irre. Habe ich noch einen drin? Das wäre auf jeden Fall schön. Oh ja, da ist er. Okay, haben wir sonst noch was bei Volvo? Nee. Okay, Leute. Die meisten werden jetzt anfangen zu heulen und zu kotzen und was weiß ich nicht was alles, aber ich werde mir jetzt tatsächlich einen Iveco kaufen. Einfach aus dem Grund, weil wir noch keinen Iveco Highway hatten in diesem Let's Play. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte schon mal Interesse, den so ein bisschen zu tunen und zu gucken, was geht denn bei dem LKW überhaupt. So, der hat nur 310 PS, ne? Na gut, okay. Dann wählen wir mal den aus, gehen wir auf Ausführung ändern und ich muss auch ganz ehrlich sagen, von der Optik finde ich jetzt diesen Iveco gar nicht mal so schlimm. Ich gebe das wirklich offen und ehrlich zu, ich finde den von der Optik her gar nicht so schlimm. Und was ich überhaupt nicht schlimm finde an dem ist der Innenraum. Also irgendwie kommt mir das Spiel heute extrem hell vor. Ich habe in den OBS-Einstellungen, ich habe das Spiel mal ein bisschen heller gemacht und so wie es aussieht, hat es das im kompletten Spiel irgendwie übernommen. Ich wollte für euch eigentlich das Ganze nur ein bisschen heller machen, damit ihr nicht die ganze Zeit nur schwarz seht. Aber gut, gucken wir mal, wie wir damit klarkommen. Apropos, ich habe überhaupt komplett neue OBS-Einstellungen im Moment drin. Und das habe ich ja komplett vergessen jetzt. Ich weiß gar nicht, ob das so gut funktioniert. Ich hoffe es einfach mal. Also bis jetzt sieht alles ganz gut aus. In der Testaufnahme sah auch alles ganz gut aus. Probieren wir es einfach mal, ne? So, wir haben hier das Cockpit und die Fahrerkabine. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt nichts Schlechtes dazu zu sagen bisher. Also ich bin Iveco Highway in echt noch nicht gefahren. Keine Ahnung, ob das in echt auch so komfortabel ist oder nicht, aber wir probieren es einfach mal, Leute. Mein Gott, wir probieren alles aus hier in diesem Spiel. Wollen wir ein Tandem? Machen wir ein Tandem draus? Kann ich einen Schwertransporter draus machen? Das kann ich auch einklappen, ne? Ah, das ist cool, das ist cool. So, dann hätten wir... Ich muss ja jetzt echt zugeben, ich hätte schon Bock, mal wieder Tandem zu fahren. Oder halt Gliederzug, sagen wir Gliederzug. Ja, wir wissen ja nicht, ob es ein Tandem, ein Tridem, ein Quadrem, ein was weiß ich, was für ein Tem ist. Auf jeden Fall mehrere Achsen. Gliederzug, wie wär's mit einem Gliederzug? Jetzt mal ohne Spaß. Wir hätten hier einen Taglift, sprich mit Nachläufer. Wir könnten aber auch ein 6x4 holen mit zwei angetriebenen Achsen. Das ist für Schwergut nicht schlecht. Jetzt weiß ich allerdings nicht. Ich glaube, wir werden im Gliederzugbereich auch keinen Schwerlast fahren, um ehrlich zu sein. Wir könnten natürlich auch einen 4-Achser nehmen. Das wäre natürlich was ganz, ganz Brutales. Total brutal. Ich glaube, so sind wir schon relativ häufig gefahren. Wie wäre es denn mal, wenn wir wirklich einen 6x4 nehmen? Als Gliederzugaufbau. Und mal gucken, was wir so daraus machen können aus dem Iveco.
Ich weiß auf jeden Fall, von einer Person wurde mal Iveco gewünscht. Und ich weiß auch, dass auch Tandem- bzw. Gliederzüge teilweise wieder gewünscht werden. Deshalb gehe ich einfach mal jetzt auf diesen Wunsch ein. Mein Gott, ihr könnt ja in den Kommentaren trotzdem immer noch irgendwelche LKW schreiben, die ihr gerne sehen möchtet als nächstes. Eventuell auch die amerikanischen. Also die werde ich auch irgendwann mal wieder kaufen. So, jetzt gucken wir mal. 2900 PS. Brutal, Nummer 4. Alles klar. Ich glaube, sowas werden wir nicht verbauen. Ich denke mal, ich werde bei den serienmäßigen 560 PS bleiben. Wir könnten natürlich auch einen 600 PS Volvo-Motor einbauen. Ändert sich denn hier dann überhaupt? Ach du Scheiße. Tatsächlich, das ist ja cool. Das finde ich absolut genial. Guck mal hier. Da verändert sich tatsächlich auch. Boah, wir könnten natürlich auch voll auf die Kacke hauen und hier diesen Motor einbauen. Brutal V8, Digga. 700 PS. Ich glaube, ich bleibe beim Iveco-Motor. Ich meine, das hier ist jetzt kein Schwertransporter oder so. Ich meine, wir gehen gerade so ein bisschen auf den Schwergut, weil wir jetzt diese 6x4, das 6x4 Fahrwerk haben. Aber wir werden höchstwahrscheinlich kein Schwergut transportieren. Deshalb bleibe ich mal beim 560 PS Motor. Das ist ja der stärkste Motor vom Iveco, den wir derzeit einbauen können. Wir haben hier auch schon ein Zwölfganggetriebe mit Retarder ausgewählt. Das finde ich super. Im Innenraum können wir ja nichts machen, beziehungsweise nicht verändern, außer wir nehmen die UK-Variante, also UK für United Kingdom, ne? Also ihr wisst schon, hier England und so und, ne? Lackieren und so lassen wir erstmal alles aus. Und wenn mich nicht alles täuscht, ach warte mal, wir können jetzt schon hier direkt die Namensschilder drauf machen. Das haben sie ja auch geändert, das ging ja damals nicht. Das heißt, sie könnten den LKW hier komplett fertig tun. Dann erspare ich mir ja das Fahren zur Werkstatt. Okay. Ich würde mal sagen, wir bleiben hier. Wir fahren nicht extra zur Werkstatt jetzt noch. Das nervt mich eh immer. Das habe ich von Anfang an ja so immer gemacht, weil es damals so war, dass man die Namensschilder erst in der Werkstatt reinmachen konnte und nicht direkt hier. Irgendwie sind die Texturen im Innenraum nicht so schön, ne? Von außen. Naja, egal. Egal. Okay, alles klar. Ich habe ja das letzte Mal schon die beiden Namen vorgelesen, die auf diesen LKW draufkommen. Und das war ja einmal der Christoph der Coole, hieß er hier auf YouTube. Zumindest war das so. Ich habe zumindest diesen Namen aufgeschrieben, aber ich glaube mal, Christoph der Coole wird nicht draufpassen. Ich bezweifle gerade, dass Christoph überhaupt reinpasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das passt gerade so. Können wir noch einen Buchstaben? Tatsächlich, das ist. Das H ist das letzte, der, die das letzte Buchstabe, der drauf passt. So, also der Christoph und der Lucifer, geschrieben so. Finde ich eigentlich auch ganz lustig. Nur hätte ich vielleicht ganz gerne, weil das O und das U klein waren und das Z dann wieder groß, dass ich vielleicht. Boah, ich glaube, ich kann es auch so lassen, oder? Ich glaube, ich lasse es so. Ich lasse es einfach mal so. Ich hoffe, das ist nicht allzu wild, Lucifer. So, die beiden Namen werde ich mir jetzt direkt mal wegstreichen. Die Zeit nehme ich mir, weil ich sonst das Ganze vergessen werde und die dann nochmal auf den LKW packe oder so. Das könnt ihr mir ruhig zutrauen. So bin ich drauf. So, die nächsten zwei, die dann auf den nächsten Namen, auf den nächsten LKW draufkommen, das ist der Tony T und der Playset Boy. Ihr kommt dann halt eben auf den nächsten LKW drauf. So, und dann würde ich mal sagen, fangen wir eventuell mal bei der Lackierung an. Da habe ich ja eh gerade rumgeguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was für eine Lackierung ich nehmen werde bei diesem LKW. Ich weiß auch noch nicht, wie der Aufbau hinten aussehen wird. Moment mal, ich glaube, ich mache jetzt zuerst mal die Dinger drauf hier, oder? Nehmen wir die Batteriekästen. Ja, das können wir die ruhig nehmen. Die haben wir, glaube ich, noch nicht drauf gehabt bisher. Und ansonsten. Steht Universal Skin Painted. Ach, das ist hier damit. Alles klar. Profiliner. Ich hätte schon ganz ehrlich Bock auf einen Planwagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst nehme ich ja immer den Q-Liner, weil ich den von der Optik her immer am geilsten finde eigentlich. Hätten wir auch nochmal Container. Sogar Container mit Kühler, das ist auch ganz lustig. Oder halt eine Zisterne. Aber ich glaube, ich nehme mal die Plane. Nehmen wir die Plane.
Könnten auch die Pritsche nehmen, aber komm, nehmen wir die Plane. Nehmen wir die Plane. Die wird allerdings höchstwahrscheinlich weiß bleiben, nehme ich mal ganz stark an. Ja, ziemlich. Okay, da muss ich gucken, dass ich ungefähr in diesem Bereich was mache. So Silber, Weiß irgendwie. Schauen wir mal, was sich da so ergibt. Ne? Ich habe ja einige Skins da. Wobei ich habe nicht alle Skins im Moment. Es sind ja noch ein paar dazugekommen. Ich habe schon seit langem keine mehr gekauft. Ich habe aber schon 2 Skinpacks, glaube ich, sogar schon geschenkt gekriegt von euch. Also von Zuschauern. Da möchte ich auch noch, mich nochmal persönlich bedanken. Das ist ja nicht selbstverständlich in meinen Augen. Persönlich bedanken kann ich eh nicht, aber ich meine zumindest so hier irgendwie. Diese Lackierung hat schon was. Ich finde, das sieht irgendwie stark aus. Diese Musik im Hintergrund, ich muss ganz ehrlich zugeben, die geht mir schon ein bisschen auf die Nudel, ey. Nervt ein bisschen. Aber ich kann sie leider nicht ändern. So, dann können wir hier eventuell mit den Farben ein bisschen spielen. Vielleicht gehen wir da mal ins Rot oder so. Und das hier, ja, die Musik geht auf jeden Fall gerade stark ab. Nee, das gefällt mir nicht so. Vielleicht gefällt mir das hier in Weiß und dann mache ich das hier. Weil wenn ich das jetzt auch in Weiß mache, finde ich das jetzt auch nicht so übel. Aber das ist ein bisschen langweilig eventuell. Ich doch so in einem Beige. Was ist, wenn ich dann das hier in so einem Beige mache? Das fände ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wild. Soll sich schon ein bisschen abheben von dem anderen, finde ich. Ich glaube, noch bin ich nicht so wirklich zufrieden. Ich möchte aber auch mal andere Farben ausprobieren und nicht immer irgendwie das, was ich sonst immer nehme. Blau, grün, rot, was weiß ich was. Mal so ein bisschen, ich muss ganz ehrlich sagen. Schwarz wäre, glaube ich, langweilig, oder? Ganz normal, schwarz kann ja jeder. Vielleicht das hier ein bisschen heller oder doch dunkler oder mehr so in das Weiß rein. Aber irgendwie passt das an diesem LKW nicht, wenn er so dreifarbig ist. Ich glaube, das sieht doch besser aus, wenn die in etwa gleich sind. So eventuell. Oder dass sie vielleicht doch in Schwarz oder vielleicht ganz in Weiß. Das fände ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Ich glaube, ich lasse das erstmal so. Ich lasse es erstmal so. Mal gucken. Wir können ja immer noch was verändern, wenn wir wollen. So, das hier habe ich ja gemacht. Das hier habe ich jetzt auch schon gemacht. High Pipes werden wir auf diesen LKW keine drauf machen. Ich finde das ein bisschen unrealistisch. Ich meine, wir haben zwar 560 PS, ja. Aber ich gucke jetzt erstmal, was hier noch für ein Seitenteil da ist. Das hier sieht ein bisschen komisch aus. Das wurde wohl einfach so in die Länge gezogen, ohne groß Mühe sozusagen. Jetzt ist natürlich, ich habe jetzt gedacht, wir werden ein Seitenteil finden, wo der Auspuff hier an der Seite rauskommt, aber das ist hier nicht der Fall. Könnten wir vielleicht rein theoretisch zumindest einen machen, aber ich finde, einer sieht doof aus. Ich würde ja am liebsten dieses Teil nehmen, aber es sieht irgendwie kacke aus. So doof langgezogen, das mag ich nicht. Dann eher das hier, würde ich sagen. Ich lasse das hier mal drauf. Ich meine, die Batteriekästen kann man ja sehen. Das ist ja kein Problem. Okay, machen wir mal von oben nach unten. Gelbes Interior liegt. Orangenes Interior liegt. Rotes, grünes oder blaues. Vielleicht gar kein Interior liegt. Gibt jetzt keins, das mir gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, was ich ja geil finde an dem Iveco Highway, ist die Tatsache, dass die Form von dem Dach es eigentlich hergibt, mal dieses Teil zu installieren.
Also meiner Meinung nach definitiv. Aber in letzter Zeit bin ich irgendwie nicht mehr so der Fan von solchen Lampenmöbeln. Vor allem jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier. Ach komm, machen wir mal welche drauf hier. Vielleicht finden wir noch ein paar schönere. Nee, die jetzt zum Beispiel nicht. Vielleicht sowas hier. Die unterscheiden sich ja nicht, ne? Naja, egal. Wenn ich jetzt zum Beispiel die hier drauf mache. Ich finde, obwohl es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Könnte man vielleicht sogar schon drauf lassen. Das sieht aber, glaube ich, doof aus, wenn ich jetzt hier ein paar LEDs ranklatsche, oder? Weil die dann so aus dem Nichts irgendwie kommen. Ich weiß auch nicht. Na, sieht doof aus. Okay, finden wir wenigstens. Ich meine, unterscheiden tun die sich dann jetzt nicht großartig. Die sind mir, glaube ich, zu schmal, ja. Ah, die Musik geht mir auf den Sack. Ich weiß, ganz ehrlich, ich lasse die drauf. Die lasse ich jetzt drauf. So, eine Sonnenblende. Ich glaube, ich werde beim Original bleiben. Das gefällt mir meistens immer am besten. Ja, können wir so machen. Machen wir so. Das machen wir lackiert. Hier können wir dann das Flaggen-Dingsbums drauf machen. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, meiner Meinung nach. Das hier machen wir auch mal. Weder lackiert noch verchromt noch sonst irgendwas. Da können wir gar nichts machen. Was haben wir denn hier? Das ist das Raven-Emblem. Passt jetzt nicht ganz dazu. Ich bin jetzt allerdings auch nicht mega abgeneigt, aber wir lassen es mal weg. Okay, Trittbretter. Machen wir den Ninja drauf. Ja, machen wir den Ninja drauf. Vielleicht ein Lampenbügel hier unten oder so. Oder vielleicht sowas hier. Dass da wenigstens was da ist, aber es muss ja nichts Übertriebenes sein, ne? So, von LED-Leisten bin ich ja eh immer ein Fan, aber ich glaube, an diesem LKW brauchen wir die nicht. Wir können ja an der Seite, können wir das leider nicht weiterführend machen, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Wenn wir dann hier wenigstens auch welche machen könnten, dann würde das vorne auf jeden Fall ein bisschen besser passen, meiner Meinung nach. Oder wenn die wenigstens bis darüber gehen würden. Aber da gibt es wohl keine, die bis darüber gehen, leider. Das finde ich ein bisschen schade. Aber die hier finde ich irgendwie auch ganz cool. Die hier finde ich tatsächlich. Was ist das denn hier? Ah, okay. Die finde ich tatsächlich irgendwie cool. Machen wir an der Seite hin. Mal gucken, wie das hier aussieht. Okay. Wir haben hier rechteckige Dinger. Ja, gucken, dass ich vielleicht rechteckig irgendwie bleibe hier. An die Seite machen wir mal gelbe bzw. orange, ne? Und nach vorne hin machen wir weiße, würde ich sagen. Gibt es da auch rechteckige? Ja, gibt es. So, dann haben wir. Das in der Mitte gefällt mir nicht. Aber dann können wir eigentlich. Dann können wir das hier auch gleich orange machen. Können wir das. Nee, ich bin damit nicht glücklich. Nee, mach weg, komm. Ich bin damit nicht glücklich. Ich bin damit einfach gerade nicht glücklich. So, wir können, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel dran machen, außer jetzt die Reifen und die Felgen halt eben. Was nehmen wir denn für Felgen? Ich würde da schon irgendwie fast bei Standard bleiben.
Okay, die gefallen mir. Dark Silver, ich glaube, ich mache ziemlich oft Dark Silver drauf. Aber ich finde auch, Dark Silver sieht halt irgendwie auch ganz cool aus. Ich werde jetzt, glaube ich, reifenmäßig und so nicht ganz so viel machen. Ich glaube, ich werde mal unbeschriftete Reifen nehmen. Hier mit Trailmaster. Hier hätten wir solche Reifen, aber ich glaube, die passen nicht ganz drauf auf die Felge. Sieht so ein bisschen buggy aus. Das sind beschriftet, beschriftet, beschriftet. Die sind alle beschriftet. Der Rest, glaube ich. Ja. Ach, da oben geht es noch weiter. Mhm. Ja, dann würde ich mal sagen, bleiben wir, glaube ich, mal bei den... Ja, komm, nimm mir die Elemental. Nehmen wir die Elemental. Ich weiß, das ist jetzt nichts super Besonderes, aber ich würde jetzt nochmal sagen, wir müssen ja nicht immer, und das sage ich ja immer öfter, wir müssen ja nicht übel auf die Kacke hauen mit unseren LKWs. Aber die Chromfelgen machen schon ein bisschen was her. Ich werde jetzt, glaube ich, auch mal... Wie sieht denn das aus mit den Sicherheitsringen? Wo ist denn hier... Jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht. Ach so, das wird nur falsch angezeigt. Hätte man mir vielleicht auch mal vorher sagen können. Ach, diese Musik, ne? So, ich glaube, das passt nicht ganz hundertprozentig. Jetzt sieht das vorne wieder ganz anders aus hier. Das ist aber das hier, okay, alles klar. Okay, das ist definitiv ein bisschen zu dunkel. Das gefällt mir nicht. So, kann ich das hier speichern? Kann ich speichern. Sehr schön. Dann gehen wir mal wieder zurück. So. Sieht ein bisschen dunkler aus auf der Felge wie in der Lackierung, ne? Finde ich. Hm. Ich glaube, ich habe die Farbe sogar relativ perfekt getroffen. Naja, gut, okay. Dann ist das halt so. Habe ich jetzt umsonst ein bisschen Zeit verplempert. So. Innenraum technisch. Können wir ja jetzt mal... So, das habe ich. Vielleicht können wir ja hier doch ein bisschen... Ich würde ja sagen, ne, machen wir das hier wegen Weihnachtszeit und so, aber... Bin ich jetzt auch kein Mega-Fan von. Wollen wir denn überhaupt Vorhänge irgendwie drauf machen oder so? Huch. Das ist das hier. So, was können wir hier machen? Darf natürlich der Wackeldackel nicht fehlen. Ihr wisst ja Bescheid. So, unsere Reisetasche. Und mehr können wir schon gar nicht mehr machen. Ich kann ja nicht mal... So, ich denke mal, wir werden Navi hier haben. Ich kann ja nicht mal meinen Geldbeutel hier irgendwo hinlegen. Ist ja doof. So, die Dinger mag ich überhaupt nicht. Ich habe mal einen echten LKW gekriegt, der auch so ein Teil installiert hatte. Ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Vor allem nicht... Also, vorwärts fahren okay, aber beim Rangieren hat mich das Teil so rausgebracht. Nein, danke. So, Wackeldackel, das wichtigste Element. Ich würde jetzt sagen, ich lasse die Vorhänge einfach mal drin. Das passt so in etwa von der Farbe her, würde ich mal sagen. Innenraumbeleuchtung werde ich auch rauslassen. Finde schade, dass wir die Türgriffe jetzt nicht lackieren können, aber ist jetzt nicht allzu wild. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal ein, zwei Touren mit einem Iveco. Oh ja, oh ja. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Uwe, du scheiß Spaß. Warum fährst du denn bitte... Iveco, was ist denn mit dir kaputt? So, danke für den Kauf, bla bla bla, dankeschön. Und, ja. Wollen wir mal gucken, wie er von außen, also vom Spiel aus wirkt. Und dann würde ich sagen, mache ich gleich einen Cut und dann machen wir gleich die nächste Folge und da fahren wir dann eine Tour. Und ich hoffe, dass wir irgendwo einen Auftrag finden, den wir auch diesen LKW fahren können. So. So.
Machen wir die Feststellbremse rein, weil sie hier meistens nicht drin ist. So, und das hier ist unser LKW. Christoph und der Lucifer, die fahren mit mir in diesem LKW mit. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, weil das hier jetzt ein Iveco ist. Und ihr habt euch bestimmt drauf gefreut, dass ihr auf den Scania oder so kommt. Aber rein theoretisch wärt ihr ja auf den S730 gekommen. Aber ja, der wurde jetzt mehr oder weniger abgewählt. So, ist ja auch egal jetzt. Das hier ist erstmal unser neuer Laster. Iveco Highway Trallys und ich denke mal 560 PS, das kommt auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich, das wird auf jeden Fall ausreichen und Freunde, ich hoffe, diese Folge hat euch Spaß gemacht, vielen Dank fürs Zusehen, ich denke, das war jetzt nicht ganz so interessant, weil ich schon wieder einen LKW gekauft habe, aber euch hat ja der S730 nicht so gut gefallen, also ja, ist ja nicht so wild und dadurch, dass ich ja mit den Mods was war denn da nochmal? Der Update, genau. Das Update hat mich hier rausgehauen. Das hat mich wieder zurück nach Stuttgart verfrachtet. Habe ich mir eh gedacht, ach komm, dann können wir ja gleich den nächsten LKW kaufen. Eigentlich habe ich gedacht, damit wird die Firma wachsen, aber das ist ja auch gelogen, weil wir den Scania verkauft haben. Hahaha. Egal, wir haben noch genug Geld. Wir kommen schon irgendwie voran. Wir werden schon klarkommen. Und ich hoffe, ihr freut euch dann auf die nächste Folge. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.